Moin, Servus und Hallo, ja, willkommen zum Japan Q&A. Kanalmitglieder haben uns drei Fragen gestellt. Heute gibt es drei Fragen, auf die wir uns fokussieren wollen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und let's go. So. Frage 1. Sind japanische Steuersätze anders als in Deutschland? Senpai, hast du da Erfahrung gemacht? Ich würde sagen, man kann auf jeden Fall sagen, ja, sie sind anders. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist die Mehrwertsteuer. Die ist ja in Deutschland, glaube ich, bei 19% der Standard-Mehrwertsteuersatz. Das sind in Japan standardweise 10%. Also da merkt man schon mal einen deutlichen Unterschied. Und ich glaube auch generell, wenn du irgendwie arbeitest und Steuern werden von dem Gehalt abgezogen, dann ist das, glaube ich, auch weniger als in Deutschland. Ich muss allerdings auch dazu gestehen, dass ich dazu nicht allzu viel sagen kann, denn in Deutschland habe ich nie Vollzeit gearbeitet und in Japan regelt das alles die Firma für mich. Deswegen also kann ich im Prinzip sagen, ja, die Steuersätze sind anders und sie sind in Japan wahrscheinlich häufig ein bisschen günstiger, aber mehr weiß ich dazu auch nicht. Danny, hast du noch irgendwas? Genau, also es ist natürlich eine spezielle Frage und super viel können wir dazu nicht sagen, nur dass Japan als Industrieland so eines der Industrieländer ist, die mit die geringsten Steuern haben in der Welt, anscheinend, ja. Aber wie gesagt, wir sind jetzt keine Steuerexperten und so weiter, aber anscheinend schon so, dass es geringer ist, deutlich geringer als in Deutschland und ja, so viel zu der Frage und dann gehen wir mal zu Frage Nummer 2. Wie sagt man, wie bitte? Auf Japanisch. Senpai, hast du da was? Irgendwie eine Möglichkeit? Genau, also ich glaube, damit ist im Prinzip gemeint dieses Jahr, ich habe es hier gerade nicht verstanden. Wie bitte könnten Sie das nochmal wiederholen? Ich glaube, das geht in die Richtung. Und da gibt es im Prinzip die kurze und die lange Variante. Also die lange Variante wäre quasi Entschuldigung, könnten Sie das bitte noch einmal sagen? Das wäre dann Sumimasen, moichido onegai shimasu. Oder ich sag's nochmal langsam. Sumimasen, moichido onegai shimasu. Das ist dann die lange Variante. Entschuldigung, noch einmal bitte. Also könnten Sie das bitte einmal wiederholen. Aber wenn man jetzt ganz kurz unterwegs sein will, also ich hab's auch schon häufig gesehen, dass Japaner einfach nur so sagen, so Hi, so quasi so, ja, ja, was, bitte? Also dann vielleicht noch so diese Geste, so ein bisschen die Hand Richtung Ohr, so ich habe sie nicht so ganz verstanden und einfach quasi Hi, Fragezeichen, ne? Hi, das ist quasi die Ultra-Kurz-Variante. Danny, gibt es noch eine andere Variante, die ich vergessen hätte? Ich glaube, das fasst es sehr gut zusammen. Ich meine, es gibt natürlich noch viel, viel höflichere Methoden, das zu sagen, aber das ist alles nicht so applikabel. Und ja, Senpa hat es jetzt schon die besten Möglichkeiten gesagt. Und ich glaube, im Alltag ist einfach so dieses Hi. So, habe ich sehr häufig gehört, irgendwie bei Gesprächspartnern. Deswegen, damit kommt man schon gut voran. Ansonsten, ja, Senpa hat es ja gerade schon mal erwähnt. Gut, dann gehen wir jetzt zur letzten Frage. So, wie wird in Japan die Hitze ertragen? Senpai, wie erträgst du gerade die Hitze hier im Hochsommer? Die einfache Antwort ist Klimaanlage. Also auch jetzt hier gerade, ne, ich bin im Homeoffice, ich bin viel daheim. Man hat ja leider noch ein bisschen Pandemie weltweit und so. Deswegen einfach 24/7 Klimaanlage an, dann geht das. Und auch wenn man draußen unterwegs ist, kann man eigentlich, also wenn man zumindest in der Stadt unterwegs ist, sich immer irgendwo reinflüchten. Jeder Laden, jedes Restaurant, jedes Café, überall sind Klimaanlagen am Start. Auch öffentliche Busse, Bahnen und so, überall gibt es Klimaanlagen. Das heißt, sobald ihr irgendwo reingeht, seid ihr eigentlich sicher. Und auch wenn ihr im Auto unterwegs seid, in der Regel hat so ein Auto ja auch eine Klimaanlage, also einfach irgendwo rein, da gibt es eine Klimaanlage, dann ist gut. So, was ist denn jetzt aber, wenn man vielleicht nicht in der Stadt ist oder wenn man jetzt nicht vielleicht direkt irgendwo reingehen kann? Da gibt es natürlich noch ein paar verschiedene Behelfsmittel, mit denen man sich behelfen kann. Zum einen, ihr könnt natürlich einfach ganz klassisch einen schönen Fächer hier benutzen. Wunderbar, hier aus Enoshima, bam. Oder es gibt auch diese batteriebetriebenen kleinen Ventilatoren, die ihr so über USB laden könnt. Da hatte ich auch mal einen, der leider gerade den Geist aufgegeben hat. Ansonsten, es gibt dann noch so zum Beispiel diese Deo-Tücher. Das sind so Erfrischungstücher, Deo-Tücher. Die haben diesen, ich sag mal, wie sagt man, diesen Mentholeffekt, wenn ihr es auf die Haut schmiert. Also dann habt ihr dieses kühle Wusch quasi auf der Haut. Das kann man auch benutzen. Und ich glaube, wenn man das alles irgendwie so mehr oder weniger einsetzt, dann funktioniert das. Ansonsten gibt es zu guter Letzt natürlich einfach kühle Getränke. Es gibt ja sehr viele
Getränkeautomaten in Japan, wo man sich dann einfach ein kühles Getränk schnell rausziehen kann. Es ist auch in Japan ein Ding, sich kalten Kaffee zu holen, also Eisekohi, Eiskaffee wörtlich übersetzt, also einfach gekühlter Kaffee mit Eiswürfeln drin. Das fand ich zum Beispiel am Anfang so ein bisschen seltsam, weil Kaffee für mich ein warmes, heißes Getränk ist. Aber wer den Sommer in Japan kennt, in Tokio oder so, also mittlerweile habe ich mich dann auch dadurch an Eiskohi gewöhnt und damit angefreundet. Und ja, ich denke, das ist so eine Handvoll Sachen, mit denen man es echt ganz gut aushalten kann. Und ich finde, dadurch, also gerade durch die Klimaanlagen, ist der Sommer in Japan einfach besser auszuhalten. Obwohl der Sommer in Japan heftiger ist als in Deutschland, aber man Klimaanlagen und zack, dann läuft die Kiste und easy. Ja, Danny, habe ich noch irgendwas vergessen? Genau, ich würde nur was ergänzen. Ja, ich habe ja auch hier diese, du sagst ja vom Wegen, man kann ja irgendwo reingehen, da gibt es Klimaanlagen und so weiter. Ja, das ist natürlich super praktisch und ich habe da gemerkt, dass ich, ja, oder beziehungsweise ich habe da so eine Strategie entwickelt. Ich nenne es Klimahopping, ja, und wenn ich auf dem Weg zur Arbeit war und es war irgendwie einfach nur brutal heiß, ja, oder ich war irgendwie einfach in der Stadt unterwegs, wie auch immer, da gehe ich einfach, so sag ich mal, in den Kombini, ja, in den Convenience Store. Der ist natürlich super krass runtergekühlt, ja, die Klimaanlage läuft und ich kühle mich einfach selber runter, ja, gehe einfach ins, wie sagt man, ins Regal und gucke dann so, ah ja, voll interessant, so. Und dann gehe ich wieder raus, wenn ich genug runtergekühlt bin, ja, dann hält dieser Kühleffekt ja auch ein bisschen an, ja, man fängt ja nicht sofort an zu schwitzen in der Hitze trotzdem. Und bevor es zu spät ist, geht man in den nächsten Laden, der auch wieder eine Klimaanlage hat und der einen auch wieder komplett runterkühlt. Dann steht man auch wieder kurz da und so, ah ja, schönes Angebot hier, interessant. Und dann gehst du wieder raus und dann gehst du wieder in das, ja, in das nächste Etablissement oder du gehst in den Zug, der dann auch eine Klimaanlage hat. Und so schafft man es sogar, und das sieht man ja auch immer mal wieder in Japan tatsächlich, lange Klamotten zu tragen im Sommer. Ja, dass man dann trotzdem eine lange Hose trägt oder irgendwie, ich meine, oder einen Anzug halt, ja, ist ja dann auch eher eine Sache mit langen Ärmeln und so weiter. Und das geht aber mit der Taktik. Man muss sich halt immer strategisch günstig sozusagen runterkühlen und dann kann man auch sozusagen mit dieser Modewahl trotzdem gut durch die Stadt kommen, sag ich mal. So habe ich das, ich habe das auch getestet tatsächlich, habe das auch immer mal gemacht und so schwitzt man dann auch einfach nicht im Sommer, ja, wenn man das klug macht. Und in Tokio geht das natürlich super einfach, ja. Man kann ja auch immer sehr leicht runtergehen. Da gibt es immer so Arcades unter, im Untergrund und so weiter. Und da kann man sich immer wieder runterkühlen. Und ich habe noch einen Trick oder einen Tipp, ja, den habe ich in der japanischen Gastronomie gelernt, als ich da noch in der Küche mitgearbeitet habe. Und in der Küche war es natürlich dann nochmal 20 Grad heißer teilweise, ne? Draußen schon irgendwie 40 Grad schwül, feucht, ja. Und drin natürlich muss gekocht werden und dann ist da 50, 60 Grad. Und da muss man sich auch irgendwie runterkühlen. Und die Japaner haben das dann einfach so gemacht, die haben irgendwie sich so einen Eimer genommen mit Eiswasser, ja, oder einfach, der stand dann auch teilweise einfach in der Gefriertruhe und haben sich dann da so Tücher reingemacht. Und dann waren die einfach schon quasi, wenn die quasi gefroren waren, gerade noch so bewegbar, sag ich mal, konnte man die sich einfach so in den Hals machen, so in den Nacken rein, so richtig eiskalt, brutal kalt. Und dann zirkuliert natürlich die Kälte durch deinen ganzen Körper, ja. Also so ein Trick aus der Gastronomie, so. Falls ihr in der Gastronomie arbeitet und euch ist ständig so heiß, dann nehmt euch mal so einen richtig eiskalten Eislappen. Einfach hier schön um den Hals. Deswegen sieht man das auch manchmal, wenn man ins Restaurant geht, da sieht man dann den alten Koch, der dann auch immer irgendwie so ein Tuch irgendwie um den Hals hat. Das ist genau aus dem Grund, ja, um sich so ein bisschen runterzukühlen. Und so erträgt man halt die Kälte. Nicht Kälte, sondern die Wärme. Und genau. Und ich weiß nicht, in Deutschland ist es ja eher so dieses, was ich immer wieder mitkrieg, ja. Ich bin ja jetzt wieder in Deutschland angekommen. Und da ist immer so dieses, du musst es ertragen, ja. Zum Glück ist der Sommer nicht so brutal wie in Japan, ja. Also man hat immer so, sag ich mal, im Hochsommer so zwei Wochen, wo es so richtig schwül heiß ist in Deutschland, wo es unerträglich ist. Du kannst eigentlich nicht schlafen, weil es einfach zu heiß ist und so weiter. Und diese zwei Wochen, ja, die in Japan, dieselbe Phase mit denselben klimatischen Bedingungen, die ist gefühlt ein halbes Jahr. Ja, ist jetzt übertrieben, aber den ganzen Sommer ist es so. So wie in Deutschland diese zwei brutalen Wochen. Ja, deswegen kann man in Deutschland auch eher sagen, ertrag's halt irgendwie. Und dann sieht man auch die Leute auf der Arbeit immer so, so komisch rum, wie Zombies rumlaufen irgendwie. Aber in Japan kann man sich das halt nicht leisten, ein halbes Jahr dann so rumzulaufen. Deswegen ohne Klimaanlagen geht da gar nichts, ja. Senpai, habe ich irgendwas vergessen? Irgendwie, oder ist dir jetzt noch was eingefallen? Nee, ich finde es
Ich finde es voll super. Also man kann quasi zusammenfassen, Dannys Tipps Nummer 1, Klimahopping, Nummer 2, Eishandtücher und dann läuft die Kiste. Perfekt. Okay, gut, dann würde ich sagen, dann waren das alle drei Fragen für heute. Und ja, wenn ihr auch Fragen stellen wollt für das große Japan Q&A, dann werdet doch einfach Kanalmitglied, ja, weil das sind alles Fragen der Kanalmitglieder und die benutzen wir dann sozusagen für dieses Format. Wenn ihr das mitgestalten wollt oder ihr sagt, ey, ich habe hier so voll interessante Fragen, das sollen die jetzt gefälligst mal beantworten oder so, dann, ja, werdet einfach Kanalmitglied, stellt eure Fragen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, und ciao. Würde ich mal sagen. Peace. Das war's schon. Ciao.